Kommentar heute. Fand ich auch irgendwie ganz interessant, so wie so ein kleiner Zwicker in den Ohren oder ein Tritt in den Hintern oder irgendwie sowas, dass man mal so ein bisschen denkt, von wegen die Welt dreht sich nicht nur um dich, sondern du kannst dazu auch was beitragen, weil ich ja hier sozusagen im Hotel Mutti und so, ich bin schon wirklich ziemlich faul geworden, das muss ich mir auch so eingestehen. Und da habe ich dann folgende Kommentare in dem Zusammenhang gelesen. Sisso Murphy. Zeit, blöde Serien zu gucken. Warum bereitest du keine Snacks, also Snacks so zum Film, nehme ich mal an, wenn es so gemeint war. Liebe Grüße an deine Mutter, die die ganze Zeit mit dir und der Situation aushält. Das stimmt irgendwie. Also wenn ich mit Mutti zum Beispiel mal so eine Situation habe, sei es nur morgens oder irgendwie abends mal kurz, dass wir dann irgendwie ihre Serie da gucken. Das heißt, einmal ist es das Traumschiff, dann ist es irgend so eine Ärztin, ach, der Bergdoktor. Und dann ist noch irgendwas immer mit so einem Hotel, alles irgendwie so Arte, nicht Arte, ZDF, ARD, das meinte ich, und irgendwie noch zwei andere Sachen. Und dann geht es da immer um so ein, zum Beispiel das mit dem Schlosshotel, heißt das, glaube ich, da geht es nur um, was weiß ich, irgendwelche Liebes- und Dramageschichten oder so, man kennt das ja. Aber Motti ist da immer so fasziniert und ich sitze dann immer so und lasse es halt so auf mich wirken irgendwie und höre da halt irgendwie zu, so um, ich weiß nicht, um irgendwie Ablenkung zu haben oder sowas. Und eigentlich wäre das total eine schöne Idee, auch für meine Mutter, wenn ich für sie mal so Snacks zubereite. Und wenn es nur in der einfachsten Variante wäre, irgendwie eine Tüte Chips aufzureißen oder irgendwie sowas. Oder ein paar Nüsse in eine Schale zu packen oder so. Irgendwas. Oder halt irgendwie eine Kleinigkeit backen oder sowas kochen. Irgendwas Geiles, was man machen kann. So zum Beispiel so geröstete Karotten mit Quark. Überlecker. Und so simpel zu machen. Und ich bin mittlerweile echt so trocken mit sowas geworden, dass ich das gar nicht mehr so richtig wahrnehme, weil das so ein Alltagsrausch irgendwie so ist, dass man halt nicht mehr drüber nachdenkt. Und deswegen danke für den Hinweis. Also ich weiß nicht genau, wie du das gemeint hast, aber für mich kam es sozusagen so an. Und deswegen vielen Dank.